So, willkommen beim neuen Video von Jim and Nancy Playground. Hier ist Benny. Ja, ich bin heute alleine und ja, ich begrüße euch zum 1000 Abonnenten Special. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe die 1000 Abos erreicht. Ja, es ist heftig. So, zum Schluss ist es ein bisschen langsam geworden, aber ja gut, ich habe aber auch nichts gemacht. Ich hatte einige andere Sachen zu tun, aber ja, jetzt geht's wieder voll los. Ja, da seht ihr meinen Losi auf dem Tisch, der beim letzten Bash-Video mich echt überrascht hat. Ich hatte zwar erst Empfangsprobleme, normalerweise wäre er an Speedrun gekommen, aber ich hatte irgendwelche Ausfälle beim Bashen, habe ich nicht im Stich gelassen. Da hat er einen doppelten Backflip nach dem anderen gemacht. Ich habe sogar einen dreifachen gehabt, bin ich mir ganz sicher. Also ich war sehr weit weg, aber ich habe was gesehen in der Luft, aber irgendwie ist das nie auf Video gelandet. Klar kann ich jetzt euch viel erzählen, aber ich werde es nochmal wiederholen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Also ich bin heute alleine, Michi ist auf Arbeit, Frank ist zum Traktorpulling gefahren und ja, ich wollte das Video jetzt eben machen, hab das eben mit Michi abgesprochen und ja, also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen meinen Abonnenten, die immer nette Kommentare da lassen und ja, denen halt die Videos gefallen. Ich habe jetzt auch vermehrt mit Michi zusammen halt Videos gemacht, Reviews und Busted-Videos. Da kommen auch noch einige, die haben wir angefangen, aber aus Zeitgründen noch nicht fertiggestellt. Und Frank wird sicherlich auch öfter nochmal dabei sein, wenn er Zeit hat, der hat da auch Lust zu. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ich freue mich einfach tierisch, dass ich endlich diese Marke halt erreicht habe. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei The German RC Channel und das Silver RC und Multikulti Laser und UMB und RC Chris und wie sie alle heißen, die mich mit irgendeiner Art und Weise mal unterstützt haben und irgendwas vom Inhalte geteilt haben. Ja, ihr habt da oder mich ermutigt haben und immer wieder gesagt haben, Mensch, du machst das gut und ja. Die Bash-Videos, da muss ich auch Michi und Frank halt loben für die Kameraarbeit und auch für das gute Fahren. Beim letzten Video bin ich auch tatsächlich mehr gefahren. Also wenn der Nitro Circles oder der Losi da waren, bin ich es auch gewesen. Bei vielen anderen Videos ist es auch so, dass ich halt echt lieber an der Kamera bin und dass ich quasi meine, ich sag mal übertrieben gesagt, Vision, die ich schon im Kopf habe, irgendwie auch umgesetzt kriege. Weil ich, ja, also ich habe auch mit der Zeit meine Videotechnik, also wie ich das mir mache, halt sehr geändert. Zu Anfang war es halt einfach, das Video wurde gemacht, entweder mit oder ohne Musik und dann habe ich irgendwie Nitro angelegt. Mittlerweile ist es so, ich habe erst das Lied und höre es mir immer wieder an und tja, und dann kommen halt solche Sachen wie diese Verfolgungsjagd im letzten Video zustande, die ich sage, Mensch, an die Stelle muss das. So, und so drehen wir dann auch die Videos. Ja, das ist kein wildes Rumgebäsche, das wird zum Ende halt zum wilden Rumgebäsche, aber zu Anfang habe ich quasi echt so eine Art Liste, die ich abgearbeitet haben möchte. Und ja, und das Schneiden, also ich habe da wahnsinnig Spaß dran und werde lernen, mein Programm immer besser kennen als iMovie. Ich werde auch demnächst wahrscheinlich auf Final Cut umsteigen. Ja, so viel dazu, aber ich will mich nochmal bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben und mich abonniert haben und immer wieder loben oder auch uns loben. Und ja, es kommt einiges auf euch zu. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video gesehen habt, online geht, ob da schon ein neues Unboxing aufgetaucht ist. Ich weiß es noch nicht. Wie fällt das hochlade, wann ich das hochlade und ja. Naja, zum Special habe ich überlegt, was kann ich da machen. Also, entschuldige mal eben. Oh, shit. Naja, lass ich mal drin, ihr könnt ja in die Kommentare mir Gesundheit wünschen. ja, ich habe euch ja mal zum 100-Abo-Special, was ja nun schon ewig zurückliegt, habe ich euch ja mal meinen Raum gezeigt. So, der ist jetzt komplett umgekrempelt. Weiß nicht, wer von euch hat irgendwie was mit Training am Hut, hat wahrscheinlich auch gedacht, na, ist doch nicht so doll, was er da stehen hatte. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt doch mal irgendwie in meine Playlisten, da habe ich auch Special-Videos oder halt scrollt ganz runter. Da gibt es ein 100-Abo-Special, weil mein Raum ist halt zweigeteilt. Ich habe einmal mein RC hier und einmal habe ich mir einen eigenen Fitnessraum quasi eingerichtet, der jetzt richtig geil eingerichtet ist. Also ich kann hier quasi alles machen. Wer von euch sich ein bisschen für Fitness-Lifestyle und so interessiert, der wird jetzt wahrscheinlich ganz gespannt sein. Für die anderen, ja, keine Ahnung, ich bin halt einfallslos. Ja, wer es wünscht, also wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal bei Michi gedreht. Wer seinen Raum gerne mal sehen will, weil ich finde ihn sehr interessant, da steht auch ein Fitnessgerät rum, was er gar nicht benutzt. Ne, Michi? Wird mal Zeit, dass wir mal deinen Arsch bewegen. Also du deinen Arsch bewegst und ich bewege den mit.
Und naja, aber da stehen noch einige sehr interessante Maschinen. Also wer den Raum gerne sehen möchte, schreibt das in die Kommentare. Dann werden wir nochmal ein Special-Video bei ihm zu Hause drehen und seinen Raum da vorstellen. So, naja, jetzt erstmal, ja, also das ist auch ungewohnt jetzt hier. Ich habe mir eine Videobox gebaut und weil ich denke, dass man den Weiß kommt vielleicht besser rüber. Ich habe das bei der Silver Assi jetzt gesehen, auch schon bei Aussie Assi Breakout jahrelang mit seinen weißen Schränke. Das kommt einfach ein bisschen geiler rüber. Ja, die Aufkleber, die ihr da oben seht, da, die hätte ich vielleicht ein bisschen tiefer kleben sollen, aber das ist immer vorher schwierig zu sagen. Für mich ein größeres Auto ist auch die Kamera höher. Ich habe mir jetzt auch ein Stativ geholt und fehlt dann noch der Kamerahalter, mein Handyhalter, den ich darauf schrauben will, der ist noch nicht da. Naja, vielleicht liegt das ja an der Post, die wiederum streikt. Deswegen ist mein neues Unboxing auch noch nicht da. Und ja, egal, ich nehme euch jetzt mal runter hier. So, zack. Da fällt auch schon alles auseinander. Rutscht mal zurück. Da seht ihr mein Stativ. Und ja, ist das so komisch und das so grell. Es kommt bestimmt wegen dem scheiß Tageslicht. So, steh mal auf. Gott, oh Gott, ich sehe das irgendwie auf dem Display rein. Naja. Warte, ich mach mal kurz einen Cut, Leute. Das ist ja echt zu grell gerade. Oder? Naja, egal, es geht schon. Ja, da unten habe ich halt so ein bisschen Krimskrams. Meine, das kennt ihr ja schon da unten, diese Kästen, da habe ich halt Ersatzteile drin. Da ist halt diese Regalwand, was ihr von vorher kennt. Da steht übrigens mein X-Ray. Da kann ich nochmal jetzt ein Video zu aufrufen. Leute, der ist zu verkaufen. Der muss weichen für andere Sachen. So, wer ihn haben will, schreibt mich an. Über den Preis kann man sicherlich reden. Der ist auch bei eBay Kleinanzeigen drin. Und ja, das war eben in eigener Sache. Ja, das ist der Losi. Das hier ist die Videobox, die ich gebaut habe. Die ist halt, die bleibt da nicht stehen. Die nehme ich halt weg immer, weil ich fand es mit dem Arbeitszustand, der schon ein bisschen angegriffen war, echt ein bisschen schäbig immer. Daher habe ich mir die gemacht, die kann ich halt immer wegnehmen. Ja, wie ihr sehen könnt, da ist das Fenster jetzt. Ja, vorher war das nicht am Fenster, vorher war das Fenster quasi da gewesen, wo jetzt diese Regale stehen. Da ist der spärliche Rest von meinen Autos, der große Nitro-Service. Der hat beim Bash-Video nur einen Schaden davon getragen, dem ist die Dämpferstange aus dem Dämpfer-Rod-End rausgerissen. Muss ich nochmal gucken, aber der kriegt sowieso ein Dämpfer-Update. Ja, da ist mein Losi Tenacity.de, der hoffentlich endlich mal fährt. Ich hätte immer noch meinen Regler, habe ich hier. Wir müssen mal die Shortcosts echt zum Laufen kriegen, weil seine Shortcost macht auch extreme Probleme. Deswegen hat er auch meinen Regler. Ja, ich habe mir eine Karosserie lackiert, was völlig in die Hose gegangen ist. Also, Abklebetechnik okay, habe ich ein bisschen gefuscht und nicht aufgepasst. Da sieht man halt hier Macken, deswegen ist auch kein Video dazu gekommen, weil ich so sauer war, dass ich das sofort gelöscht habe. Dann habe ich mit Schwarz wollte ich hinterlegen, da habe ich den Farbton so doll geändert, weil ich da kein Weiß hatte. Das sah früher so aus. Das wäre noch richtig geil gewesen. Ich habe es voll verkackt. Auf der anderen Seite habe ich es komplett verkackt. Hier hat die Farbe nicht mehr gereicht, deswegen habe ich es auch nicht gezeigt. Das war, fand ich zu traurig. Das ist die alte Karo. Ja, da ist noch mein Mission D. Der ist momentan zerlegt für ein Projekt, was ich mit Michi habe. Wir haben hier Teile ausgebaut, um zu gucken. Die beiden Karosserien, ich mache den so, dass er beide fahren kann. Da meine Ladestation und meine beiden Ladegeräten. Ja, da unten im Kasten sind meine Lipos. Alte Karosserien und so. Ja, das ist der Erzählbereich jetzt. Den habe ich jetzt hier so auf Eck aufgebaut, weil es wesentlich mehr Sinn macht. So, ja, gut, kommen wir zu meinem Trainingskram. Schieben wir hier meinen Stuhl da in die Ecke. So, ich hatte vorher so ein Kombinationsgerät, das wisst ihr ja oder wisst ihr nicht oder ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich alles aufgeteilt in, ja, fangen wir mal da an. Ich drehe mich mal hier hin. So, da als erstes habe ich einen Latzug. Sieht erstmal sehr einfach aus. Aber, ja, die Dinger sehen auch in wesentlich höheren Preisklassen genauso scheiße aus. Mein Bruder hat den gleichen, mit leichten Änderungen, da hat er viel mehr Geld für bezahlt als ich. Über 100 Euro mehr. So, der hat eine ausreichende Höhe. Ich muss halt mit Scheiben arbeiten, aber ein mit einem Gewichtsturm ist einfach viel zu teuer. Ich kann mich davor setzen, da kann ich rudern, dann habe ich noch eine Bank, die kommt dahin, dass ich halt hier auf dem Boden sitze. Ich kann vernünftige Zugbogen machen, da oben kann ich die ganzen Griffe auch anhängen, also da liegen noch ein paar. Da so ein Seil und da, also ganz toll, wunderbar. Und jetzt das Geilste, weil das alte habe ich halt wieder alles verkauft. Da ist ein bisschen Krimskram, Sprungschanzen, Kartons und hier seht ihr ein Power Rack. Richtig geil. Also für die Training machen, die wissen halt das. Für euch ist das anderes, ist vielleicht, hä?
Also ich kann hier wirklich alles richtig schön frei dran machen. Ich habe auch eine Bank, die voll verstellbar ist und die auch echt stabil ist. Bin ich voll zufrieden mit. Das Power Rack ist auch voll variabel. Ich habe mir hier Dipsvorrichtungen, halt die normalerweise Elastikgriffe, da habe ich mir hier noch dickere ran gemacht, die vorförmig zulaufen. Wunderbar, kann man viel besser Dips machen, kann man die Höhe frei wählen. Hoch, wenn man positiv starten möchte oder auch auf die Höhe, wenn man es ganz konventionell machen will. Man hat viele verschiedene Ablagen hier, einmal da, einmal da oben mit einer neuen Langhantelstange und dann habe ich nochmal zwei, die liegen da hinten in der Ecke. Ich habe nochmal Stangen, die ich hier rüber machen kann, wenn man noch einen größeren Griffdurchmesser haben möchte, damit es angenehmer ist. Also ist einfach geil. Meine alte Bank habe ich behalten, weil beinmäßig bin ich ja etwas eingeschränkt. Sowas hat man natürlich nicht. Ich kann zwar Kniebeugen hier da machen, aber der Curler ist halt ja, Deswegen habe ich die Bank behalten, dass ich wenigstens etwas, ein paar Isolationsübungen an den Beinen noch machen könnte. Zumindest ist halt, ich mache es einbeinig, weil da muss man noch nicht so viel Gewicht drauf machen. Die Pappe, die da steht, nicht wundern, die ist tatsächlich dafür da. Wenn ich hier vorne irgendwie Kreuzheben mache oder sowas oder Langhantelrudern, dann lege ich da, mache ich die drauf, dann dass ich die Hantel ein bisschen fallen lassen kann. Sonst kriege ich Ärger mit den Nachbarn. Ja, deswegen ist die Bank noch da. Die Lehne mache ich übrigens immer ab und lege sie mir hier vor, wenn ich halt Rudern im Sitzen mache. Ja, und da ist noch mein Aufbewahrungsregal. Da liegen auch noch Kurzhanteln, Gürtel hier, wenn es schwer wird. Und da sieht man meine Zughilfen, die ich bei richtig schweren Nackenübungen benutze. Ja, Kurzhanteln drauf. Ich hatte mir jetzt auch neue gekauft. Die sieht man da. Die sind extrem lang, dann kriege ich mehr Gewicht drauf. Meine Gewichte alle, dahinter ist noch eine Langhantelstange, RSZ-Stange, da oben liegen sie drauf, kann ich auch annehmen. Und da ist Spiegel. Den Spiegel kann ich halt, wenn ich da vorstehe und Curl mache, habe ich ihn halt so. Ich kann ihn aber auch abnehmen und dann dahin hängen, wenn ich im Power Rack trainiere oder vor dem Power Rack. Wunderbar. Ich mache das auch so, dass ich ihn daneben auch noch hängen kann, wenn ich hier, sag mal, Trizeps drücken mit dem Seil mache. Und weil es, ja, Trainierende wissen, es ist immer wichtig, sich im Spiegel anzugucken. Das macht man nicht, weil man sich geil findet, sondern weil, dass man halt sieht, dass man auch eine korrekte Technik ausführt. Tja, so ist es. So sieht mein Raum jetzt aus. Also den Platz habe ich wesentlich besser ausgenutzt. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Oben kann ich richtig geile Klimmzüge machen mit vielen verschiedenen Griffen. Echt geil. Hatte ich vorher gar nicht die Möglichkeit zu. Das war auch nur improvisierte Scheiße, die ich da gemacht habe. Ja, das war mein Special-Video. Tut mir leid, dass ich nichts Genialeres gemacht habe. Ich dachte, als Hommage an mein 100-Abo-Special ist das vielleicht nochmal ganz nett, weil sich hier einiges hier verändert hat. Und auch meine Compadres, ne? Das Silver Sea, German Sea, Quatsch, das bin ja ich. Das Silver Sea und The German Sea Channel, haben das auch interessiert, wie das jetzt hier aussieht. Das Silver Sea war ja schon mal hier und The German Sea Channel ist halt auch, war oder ist auch ein Pumper, begeisterter Pumper und hat zwar mit einigen Rückschlägen zu kämpfen, aber der trainiert auch halt gerne. Und der wollte das auch unbedingt mal in voller Pracht sehen. Ja, wird mal Zeit, dass du mal hierher kommst, ne? Wenn wir eine Session abreißen hier. Ja, das war's. Zukünftig mache ich meine Videos halt in der Box da. Und ja, danke fürs Zuschauen. Danke für die Abos und ja, und für euer Vertrauen und ich mache weiter so, wir machen weiter so und das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Peace.